Tagchen Leute, heute gibt es mal eine andere Art von Tourvideo und zwar habe ich gedacht, weil wir beide eigentlich relativ viel fotografieren auch, dass wir so eine Art Fototour auf dem Kanal noch machen. Und wir sind heute im Okertal, hinter uns sieht man den Okerwasserfall oder wie der heißt und da gehen wir jetzt hoch. Wir schauen mal, was hier so passiert, Stempel sammeln, müssen wir mal gucken, ob wir was finden. Wie gesagt, wir sind heute zum Fotografieren unterwegs und wir schauen mal, was wir so alles entdecken. Viel Spaß! Fange ich jetzt am besten an. So, wie man vielleicht sehen kann, wir sind hier unter so einem Zelt. Hier gibt es eine Hütte, die wie heißt die Hütte hier? Kästehaus. Kästehaus, also nicht Gästehaus, sondern wie mit G, sondern mit K. Und der Nieselregen oder der Regen hat uns jetzt ein bisschen überrascht. Und das Coole ist, wir sind hier quasi unter so einem großen Pavillon. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich packe einfach mal alles aus, was ich heute dabei habe. Was machen wir hier eigentlich? Ja, normalerweise rennen wir durch den Harz und sammeln Stempel. Aber wie vielleicht der eine oder andere schon mitgekriegt hat, wir fotografieren natürlich auch gerne. Und auf unseren Touren finden wir immer den einen oder anderen Spot, den wir gerne fotogen ein bisschen festhalten möchten. Und da kann man halt nicht so weit laufen, sondern macht halt mehr Fotos an den bestimmten Orten. Und wir haben uns gedacht, ob wir nicht einfach so eine neue Playlist anfangen. Und zwar so Fototouren, sage ich mal. Das ist dann weniger Kilometer machen und Stempel sammeln, sondern einfach irgendwo fotografisch die schönen Aussichten festzuhalten. Und was habe ich heute alles dabei? Ich habe das mal alles ausgepackt. Es ist ziemlich schwer, also der Rucksack wog irgendwie um die 13 Kilo, das merkt man auch. Und dabei habe ich heute ein großes Stativ, ein kleines Stativ und ein ganz kleines Stativ. Denn natürlich die Actioncam, die kennt ihr ja, mit denen ich die ganzen Touren aufnehme, seit ich glaube 2-3 Videos mittlerweile eine neue. Die andere ist ja baden gegangen, der Soffen in Schweden. die Kamera. Schönen Dank an meine Freundin, die mir diese heute zur Verfügung gestellt hat. Und ja, Objektiv natürlich drauf, Weitwinkel, das will ich heute mal ausprobieren. Denn natürlich Verpflegung, Trinken, Wasser ist auch geil, ja. Trinken, die ganzen Kochutensilien, Kochset, was zu essen, ein bisschen Elektronik. Eine zweite Kamera, die filmt jetzt quasi, das ist die Lumix FZ 1000. Ist jetzt auch ein bisschen neuer. Die will ich so ein bisschen ausprobieren. Egal, wir haben ein Dach über dem Kopf und das hält. Dann natürlich Regenjacke, Sitzunterlage, ein paar persönliche Sachen wie Erste Hilfe. Ganz wichtig natürlich das Stempelheft, weil wir haben ja heute wieder einen Stempel gefunden, ohne das zu wissen. Ja, jetzt kochen wir erstmal was Schönes und dann wollen wir nachher zum Spot zurückgehen. Die erste Aussichtsplattform, ich blende die hier irgendwo mal ein, wo wir vorhin waren. Und da wollen wir dann versuchen, ein bisschen Langzeitbelichtung zu machen, auch im Wald mit einer Kopflampe. Wollen wir mal ein paar Sachen ausprobieren. Wir müssen mal gucken, ob sich das Wetter so hält, weil die Kameras sind natürlich nicht wasserdicht. Jedenfalls steht drauf wetterfest, aber die müssen ja auch nicht Bahn gehen im Regen. Wir gucken mal, wie gesagt, gleich, wie das Wetter wird. Wir machen uns jetzt was zu essen und dann schauen wir mal. Das Pendant zu dir. Was ist das? Ich dachte, ich schaue und zauber damit. Ich darf mir mal noch bei Zeiten den großen Löffel holen. Den hier, oder? Ja. Ja. Wir haben jetzt gerade lecker gegessen, ein bisschen was Neues ausprobiert, zeigen wir euch mal in den nächsten Wandertouren. Und jetzt fängt es hier gerade an richtig dunkel zu werden, beziehungsweise es ist richtig dunkel. Und wir suchen jetzt die Spots, die wir vorhin gesehen haben und wollen mit der Kamera ein bisschen Langzeit belichten. Ich weiß nicht, ob ich dahin, also nachher noch filmen werde, das werdet ihr ja dann sehen. Ansonsten würde ich jetzt einfach die Bilder einspielen, ein bisschen Musik machen und ja, wir schauen mal, was daraus wird. Quasi das Ende der Tour, wir sitzen wieder im Auto
ein bisschen durchgeschwitzt, jetzt hat es auch angefangen zu regnen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch so eine Fototour durch den Harz gefallen würde, ob sich das lohnt, das weiterzuführen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, am besten einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!